Okay, ich glaube, wir können loslegen. Hört mich alle gut? Ja? Alles klar, prima. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung hier. Mein Name ist Anne Renzenbrink, ich bin Pressereferentin bei Reporter ohne Grenzen und hier unter anderem für die Türkei zuständig. Vielleicht bevor wir beginnen, noch ganz kurz zwei Hinweise. Zum einen nochmal der Hinweis, dass während der gesamten Veranstaltung alle im Publikum eine medizinische Maske tragen müssen. Und der zweite Hinweis, leider haben wir spontan zwei Absagen bekommen. Und zwar wird Asle Erdogan und Doğan Akan, die werden heute nicht dabei sein. Genau, das noch so zum Beginn. Ansonsten freuen wir uns natürlich hier unsere, ich glaube, erste Präsenzveranstaltung im Büro seit dem letzten Lockdown. Wir freuen uns sehr, dass wir heute über das Thema Pressefreiheit in der Türkei sprechen können und auch den Schutz von Journalistinnen und Journalisten, wenn auch, das muss man dazu sagen, aus einem sehr traurigen Anlass. Denn vergangene Woche wurde der regierungskritische türkische Journalist Erk Acarya angegriffen. Drei Männer haben ihm aufgelauert vor seiner Wohnungstür in Berlin und haben ihn ja so verletzt, dass er auch im Krankenhaus behandelt werden musste. Und wirklich nur wenige Stunden zuvor wurde in Amsterdam, also auch mitten in der EU, der Kriminaljournalist Peter de Vries niedergeschossen. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Und wir sind natürlich hier heute auch, um unsere Solidarität auszudrücken mit den betroffenen Journalistinnen und Journalisten, die wegen ihrer Arbeit angegriffen wurden. Gleichzeitig möchten wir aber auch das Thema Gewalt gegen Medienschaffende wirklich in den Fokus stellen und möchten heute sprechen über Fragen wie, können sich regierungskritische türkische Journalistinnen und Journalisten im Exil in Deutschland sicher fühlen? Was kann die Zivilgesellschaft tun? Was können die Behörden tun? Was müssen die Behörden tun, um Medienschaffende besser zu schützen? Und natürlich möchten wir auch, das ist uns auch als Organisation von Reporter ohne Grenzen einfach ein großes Anliegen, das Thema der wirklich desaströsen Lage der Pressefreiheit in der Türkei nochmal in den Fokus stellen. Vielleicht ganz kurz nochmal ein paar Zahlen zur Erinnerung, die diese Situation vor Ort verdeutlichen. Rund 90% der Medien in der Türkei werden von regierungsnahen Geschäftsleuten kontrolliert. Mehr als 3.400 Journalistinnen und Journalisten wurden in den vergangenen 4,5 Jahren von türkischen Medien entlassen. Mehr als 200 Medienschaffende saßen im Laufe der vergangenen 4,5 Jahre für längere oder kürzere Zeit wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Über diese Themen möchten wir heute sprechen und deswegen begrüße ich jetzt nun unser Panel. Moderieren wird die Veranstaltung Osman Okan. Er ist Journalist und Sprecher des Vereins Kulturforum Türkei-Deutschland. Der Journalist, der Exiljournalist Erk Acarya, der unter anderem für den Exilsender Arte Gercek arbeitet. Und zugeschaltet ist Can Dündar, Journalist und Chefredakteur von Özgürüz. Und nun wünsche ich viel Spaß bei der Veranstaltung und übergebe das Wort an Osman Okan. Für diese Einführung und für die Gastfreundschaft vielen Dank auch an Christian Mier und sein Team von Reporter ohne Grenzen. Wir sind sehr dankbar als Kulturforum Türkei-Deutschland und als Demokraten und Oppositionelle in Deutschland, die sich gegen das Erdogan-Regime auflehnen, dass wir diese Solidarität erfahren dürfen. Diese Veranstaltung wird ja auch unterstützt, unter anderem vom PEN Deutschlandzentrum. Ich begrüße den Vizepräsidenten Leander Sukow unter uns und von der DJU, DJV und vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, vom Korrektiv und von der Union der Akademiker aus der Türkei, BAK. Und das anwesend ist auch die Direktorin von Academy in Exile, Professorin Kader Konuk. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Sie beide und Christian Mier werden für Ihre Fragen da sein nach der Pressekonferenz, nach den Ausführungen von Erk Acarya und Can Dündar.
Ich bin mir nicht sicher, ob Asli Erdogan das noch schaffen kann, zu uns zu stoßen. Sie war heute Morgen erkrankt, aber sie will, also wenn es klappt, noch dazu kommen. Hoffen wir das Beste. Sie wissen, und Anne Renzenbrink hat das ja sehr gut zusammengefasst, die Ereignisse der letzten Tage. Wir haben diese Pressekonferenz für nötig gefunden, weil wir meinen, dass wir schon jetzt in dieser Phase, bevor es zu Vorfällen wie in Amsterdam kommt, die Öffentlichkeit in Deutschland und die zuständigen Behörden, Institutionen dazu aufrufen sollten, wachsam zu werden. Denn wir stellen fest, dass aufgrund der Kuschelpolitik, die die Bundesregierung und die Europäische Union der Türkei dem Erdogan-Regime gegenüber praktizieren, auch zu einer gewissen Lethargie kommt in der Öffentlichkeit, dass die Zustände in der Türkei nicht berücksichtigt werden und sozusagen der Ernst der Lage nicht erkannt wird, was auch hier unter den oppositionellen Menschen aus der Türkei grassiert, wie der verlängerte Arm von Erdogan hier schaltet und waltet, ohne dass die Behörden eingreifen, ohne dass die Öffentlichkeit davon Kenntnis nimmt. Die Beispiele wie der Fall von Erk Acerer, aber auch die Situation von zum Beispiel Can Dündar, seitdem er hier ist, aber auch Drohungen, Angriffe gegen parlamentarische Vertreter wie Cem Özdemir, wie also Berivan Aymaz in Deutschland und auch in Österreich. Diese Vorfälle zeigen uns, dass die Kräfte, die Erdogan unterstützen, sei es bei DİTİB, sei es auch durch seine Geheimdienstleute, die sehr zahlreich in Deutschland vertreten sind, entschlossen sind, die Oppositionelle mundtot zu machen und wahrscheinlich nicht nur mundtot. Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und wir denken, wir müssen auf alle Fälle schon jetzt, wie gesagt, bevor es dazu kommt, wie in Amsterdam zu solchen Fällen kommt. Ganz kleine Anmerkung, es ist schwierig, die Situation in der Türkei in ihrer Gesamtheit zu verstehen. In Amsterdam, in Holland kann man davon ausgehen, dass der Staat, die Regierung auch die mafiösen Kräfte bekämpft. Wie wir aber in den letzten Monaten nochmal vorgehalten bekommen haben, ist die Mafia in der Türkei mit der Regierung, mit dem Staat verwoben. Sie haben sicherlich kurz davon gehört, wie ein ehemaliger Mafia-Boss, ein ehemaliger sehr enger Verbündeter vom Erdogan-Regime, der in Ungnade gefallen ist offenbar, jetzt angefangen hat auszupacken, in stundenlangen Statements von Dubai aus erklärt er diese Verstrickungen und er erzählt auch die Zustände, die dazu geführt haben, dass in Deutschland auch Kräfte, die Erdogan nahestehen, von der Regierung aus unterstützt werden. Und das alles wird weder in der Türkei noch in Deutschland, obwohl es nachprüfbare Beweise vorgelegt werden, dass sie nicht verfolgt werden. Und das ist wirklich ein Fall, über den wir vor allem Journalisten, Dokumentarfilmer nachdenken sollten und recherchieren sollten, damit die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Und einer der Journalisten, mutigen Journalisten, beziehungsweise zwei dieser mutigen Journalisten, die das auch von hier aus betreiben, sind heute mit uns, Erk Acerer persönlich und Can Dündar zugeschaltet. Und ich möchte zunächst Erk Acerer bitten, dass er uns die Vorfälle erzählt, die zu dieser Pressekonferenz auch geführt haben. Erk, Sir Sender. Olayları anlatman ricasıyla. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Beni başından beri yalnız bırakmayan RSF, yani Berlin'e geldiğimden beri ve gazeteci dostlarıma en içten minnetlerimi sunuyorum. Biraz şaşkınım. Aslında şaşkınlığım hala devam ediyor. Çünkü Almanya'nın başkenti Avrupa'nın tam ortasında bir yerde
ciddi bir saldırıya uğramak beni güvenlik açısından tedirgin etti. Yani ben aslında Türkiye'den bu nedenlerden ötürü ayrılmıştım. Fakat şimdi tekrar bunlarla karşı karşıya durumdayım. Yani aslında her şey yeniden başlıyor. Kendi güvenliğimden çok ailemin güvenliğini düşünüyorum ve ön plana alıyorum. Tekrar kızım okula nasıl gidecek, ben ailemi nasıl koruyacağım soruları kafamda dolaşıyor. Dolayısıyla Berlin kafamdaki bu güvenlik imajını sarstığı için biraz hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Başından beri olayın kriminal değil, politik bir olay olduğunu anlatmaya çalıştım. Hem emniyetteki açıklamalarımda hem de basına yaptığım açıklamalarda bugün bunun hala böyle olduğunu düşünüyorum. Bu saldırının Erdoğan rejimiyle AKP, MHP, dinci, faşist iktidarıyla doğrudan bir ilişkisini kuruyorum. Çünkü az önce de Osman abinin anımsattığı gibi ben çok uzun dönemdir iktidarın hedefinde olan bir gazeteciyim. Ama son dönemde Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar ve bu açıklamalarla ilgili bulduğumuz bağlar, üzerine eklediğimiz bilgiler bizi bir kere daha hedef haline getirdi. Was mich natürlich zur Zielscheibe gemacht hat. Dolayısıyla ben bu saldırıyı aslında bekliyordum. Buna benzer bir saldırı, buna benzer bir eylem gerçekleşeceğini hissediyordum ve bekliyordum. Benim endişelerimden biri Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'nin uzun ellerinin, daha doğrusu Erdoğan'ın ellerinin Avrupa ülkelerine de uzanmış olmasıyla yakından ilişkili. Araştırmacı bir gazeteci olarak bu karşıt ilişkileri de elbette inceledik. Yani Türkiye'de neler oluyor, Avrupa'ya yansımaları nasıl denkşiyor, in Europa, in Deutschland, was für Auswirkungen und was für Parallelen gibt es eigentlich. Das, was wir gesehen haben, ist etwas, was uns sehr große Sorgen macht. Erdoğan organisiert die Faschisten, die Islamisten, über die Moscheen, über die Vereine, über andere Organisationen. Und das nicht seit kurzem erst. Das hat wirklich, das findet wirklich seit langem Zeit. Bei meiner Aussage bei der Polizei habe ich gesagt, dass mich drei Täter angegriffen haben. Aber das ist nicht ausreicht, allein nur die Täter zu fassen. Weil diese drei Täter befinden sich in der Kette von Leuten, die gebunden sind an die AKP-MHP-Regierung. Baskıların basın eliyle artmasını istiyoruz. Türkiye ve faşist wir Erdoğan wollen, hükümetine karşı. Dass die journalistische Arbeit, dass wir Journalisten mit unserem Beruf, mit dem, was wir schreiben, natürlich aber auch Druck ausüben können in den internationalen Beziehungen, aber auch in den bilateralen Beziehungen, weil nämlich, wenn diese Angriffe fortgeführt werden, die Menschen konsekutiv machen. Ich würde Ihnen sehr gerne fragen, also die Leute haben
dass er nicht mehr schreiben soll über gewisse Dinge. Sie haben das nicht präzisiert, aber dass er mit dem Schreiben aufhören soll. Deshalb möchte ich Erk bitten, dass er uns erklärt, woran er in den letzten Tagen vor dem Angriff beharrlich so gearbeitet hat, recherchiert hat. Saldırganların sana bir şeyi var. Yazmayacaksın. Peki hangi şeyleri, hangi konuyu işliyordun, hangi konuda araştırmalar yapıyordun, yazılar yayınlıyordun bu bunları, saldırıdan önce? Bunları anlatacağım ama kaldığım lütfen. Yerden devam edelim. Tabii. Ben Türkiye hükümetinin çok fazla şımartıldığını düşünüyorum. Ich denke, dass der türkische Staat, die türkische Regierung völlig verwöhnt wird. Erdoğan'la ilgili ortak pazar silah ve mültecilerin sırtında anlaşmalar sürdüğü devam ediyor. Und zwar gibt es natürlich Abkommen mit Erdoğan über Rüstungsgüter, über das Flüchtlingsabkommen und daher kriegt natürlich Erdoğan auch vieles, was er möchte. Wenn das so weitergeht, wenn diese Form von Zusammenarbeit mit der Türkei weitergeht, dann denke ich, dass die Angriffe zunehmen werden. Das ist meine Sorge. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger politischer Teil, den ich hier nenne. Ich bin nicht nur der, der in Gefahr ist. Ich bin nicht nur der, der angegriffen worden ist. Wir wissen natürlich, dass es viele Hinrichtungslisten gibt, über die Leute heutzutage sprechen. Ich weiß, dass unsere Freunde, die in ganz Europa verteilt sind und in Exil leben, in Gefahr leben, wenn die EU und wenn die Regierung diesen Angriff nicht ernst nimmt, denke ich, dass es noch gefährlichere Angriffe geben wird, es zu gefährlichen Situationen führen wird. Wenn ich jetzt auf Ihre Frage zurückkomme, Herr Okan, auf die Frage kann ich so antworten, dass in der Türkei kein klassischer Staat existiert. Kein klassischer Staat existiert. Ein Staat sich verändert hat. Ein anderer Staat, also nicht diese klassische Staatsform, die wir kennen, existiert, sodass wir es selbst nicht fassen können, wie ein Staat das ist, was wir erfahren haben. Das heißt, ein Staat aus Banden. Dieser Staat wird wirklich als ein Bandenstaat heutzutage definiert. Zum Beispiel Abgeordnete. Ahmet Şık, Journalist und heute Abgeordneter, der sagt heute, dass der Staat im Grunde ein Bandenstaat ist. Ich teile seine Meinung. Türkei ist fernab von einem Staat im klassischen Sinne, wie wir den kennen, sondern es ist eine Bande geworden. Wir haben dies früher gegen die, die mit AKP und MHP-Regierung zusammengearbeitet haben. Und Sedat Peker ist einer von denen, die mit ihnen zusammengearbeitet hat. Der hat viele Erklärungen abgegeben, viele Videostatements und aus denen wir entnehmen können, dass genau das, was ich vorhin beschrieben habe, als Bandenstaat strukturell herrscht. Was man sagen muss, ist, dass Sedat Peker uns nicht eine Geschichte erzählt hat, das wir nicht kennen. Weil wir wissen ja zum Beispiel auch vom Can Dündar, von seinen Berichterstattungen, warum er angegriffen worden ist. Und zwar, dass Türkei für die Dschihadisten Waffen geliefert hat. Das hat uns ja auch Can Dündar erzählt, geschrieben, mit Dokumenten. Sedat Peker hat eigentlich nur das, was wir Journalisten zur Sprache gebracht haben, geschrieben haben, belegt, bestätigt. Aufgrund seiner Aussagen haben wir angefangen, noch mehr zu recherchieren, die Verbindungen aufzubauen.
Dann haben wir gesehen, dass von Drogenhandel zum Raub, zu Prostitution, zum Aufbau der paramilitären Kräfte es gekommen ist. Diese auch sich ausgeweitet haben in Europa. Wir haben gesehen, dass der Staat selbst wirklich in viele, viele Straftaten verwickelt ist. In letzter Zeit haben wir viel Arbeit reingesteckt, dies der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Weil ich mache mir Sorgen um mein Land. Warum haben die Täter gesagt, du wirst nicht schreiben? Und zwar bevor sie angegriffen haben. Ich verstehe sehr gut, warum sie das gesagt haben. Weil beruflich gibt es wirklich auch kein Fragezeichen mehr in meinem Kopf. Deswegen bin ich natürlich zufrieden, weil das, was ich geschrieben habe, hat seine Wirkung gezeigt. Daraufhin bin ich angegriffen worden. Das heißt, ich weiß, ich habe das Richtige geschrieben. Ich habe die Wahrheit geschrieben. Und ich habe ganz konkrete Fakten geliefert. Das ist das eigentlich, warum der Angriff stattgefunden hat. Aufgrund all dessen würde ich es einfach nochmal wiederholen wollen. Ich habe nicht nur Angst um mich, ich mache nicht nur Sorgen um mich. Ich mache mir nicht nur Sorgen um die Journalisten aus der Türkei, türkischstämmige Journalisten. Wenn diese Erdogan-Regierung so fortfahren kann, wie sie es bisher konnte, denke ich, dass das übergreifen wird auf die Gesellschaft. Die sich um die Außenpolitik kümmern, Freunde, die außenpolitische Nachrichten schreiben, werden höchstwahrscheinlich auch solchen Angriffen, Drogen ausgeliefert sein. Daher sage ich, dass der Staat, dass die Bundesregierung Erdogan und sein verwöhntes Verhalten stoppen muss. Das ist all das, was ich zu sagen habe. Erk Acerer, für die Fragen steht Erk uns auch später zur Verfügung. Ich würde jetzt das Wort an Can Dündar geben, von dem ich annehme bzw. hoffe, dass er uns hört und seine Eindrücke, seine Stellungnahme zu den Ereignissen in den letzten Wochen bitten und seine Einschätzung der Türkei-Politik der Bundesregierung. Sevgili Can, son haftalarda dinledin olayları, Erkin anlattıklarını zaten çok yakından biliyorsun. Senin görüşün, senin yorumun hem bu konularda hem de genel olarak Federal Almanya hükümetinin Türkiye'ye karşı tutumunu nasıl yorumluyorsun? Onu bir anlatırsan seviniriz. Sağ ol. Türkiş, İngiliz. Should I talk in English veya Türkçe mi konuşayım? Can, şu anda seni duyamıyoruz. Teknik bir sorun var galiba. Arkadaşlar gidermeye çalışıyorlar. Es gibt ein technisches Problem offenbar. Wir hören Can nicht. Mikrofonu belki açmak zorunda. Şey, mikrofonun kapalı mı acaba? Mikrofonun açık mı? Açık. Sein Mikro ist auf. Seni henüz duyamıyoruz. Arkadaşlar çalışıyorlar. Arkadaşlar, es dauert noch mal einen Augenblick. Die Kollegen sind unterwegs und versuchen umzustöpseln. Şimdi geliyor mu? Evet, bir dakika bekleyeceğiz Can lütfen. Baş işaretleriyle anlaşacağız galiba. Ja, es tut uns leid, die Pressekonferenz war relativ spontan einberufen worden. Unsere Technik hat sich heute Morgen eingerichtet und es gibt
paar Unebenheiten. Geliyor mu sesim? Hoffentlich werden sie bald behoben. Haben wir eine andere Möglichkeit, über, also Ton über Handy aufzunehmen? Okay. Ja. Geliyor mu? Vielleicht Ton auch vom Laptop? Geliyor mu şimdi sesim? Sesim var mı? Çok özür diliyoruz. Sen beni duyabiliyorsun galiba. Çok konuşuyorum. Evet, arkadaşımız tekrar geliyor. Also das Problem ist noch nicht behoben worden. Unser Kollege versucht. Den Ton hier haben wir noch nicht aufgemacht. Jetzt, şimdi bir konuşur musun lütfen Can? Evet, var mı şimdi? Ya. Çok güzel. Evet, şimdi lütfen sen başla. Jetzt English. Please English. Yeah, yeah, okay. Thank you so much for organizing this meeting. Osman RSF PEN, all the organizations taking part. Thank you very much for your care and support. This solidarity is really important for us and thank you for our colleagues joining this press conference. I would like to add some points to Eric's introduction. In fact, the target of this attack is not only Eric Acarer or the journalists living in Germany, but the all of the opponents of the Erdogan government living in exile. So we know there are a lot of academics, politicians, artists, writers in Germany coming to exile in Germany, and they are the targets of this attack. So we know the agitators, we know the attackers, we know the plotters, we know the provocators, because we've been fighting against them for years, and this is nothing new for us. The government has been trying to stop us talking or writing, using every possible way, censor, files, imprisonment, torture, even murder. That's why this is not something new for us. But what is new in here is the Erdogan government is trying to export its aggression to Germany. So this is the message. In fact, there are two messages in this attack, I guess. One of them is to us. As the Turkish media is getting more and more under control of Erdogan government, our voices are widely heard and shared in Turkey, and this is disturbing. And as a matter of fact, the attacker asked Ak Acarer to stop writing. So we got this message and gave our answer, and our decision was to write more, dig deeper, and shout louder. So this is our reply to this attack. But the second message was to the German government, and the message was from Erdogan. The message was, I can attack my opponents even in your soil, and you cannot prevent it because you are bound to me. You are bound to me, you are compelled to obey. So that is the challenge for the German government. This is the blackmail of Turkish government. So what is important at that stage? If Berlin ignores the main problem and the source of this attack, if Berlin tolerates this challenge, I believe that more will be coming. And this fire, if allowed, this fire will burn not only us, but the whole Germany.
So we all ask from German government to do whatever necessary to, and not only find out not only the attackers, the hitmen, but also the initiator. And we all know that the initiator lives in Ankara and try to do whatever he can do to stop the opponent voices living in Germany. So this is my message, and I hope German government got this message already known and already written about in German media, and do what is necessary to do. And again, I would like to thank all my German colleagues for their help, for their support and solidarity. Thank you so much. Again, no. So the colleagues can set forth the conference. Okay, which should be the measures the German government or the European governments could take against the influence of Erdogan in Europe? Concrete measures. Yeah, the concrete measures, at the moment they are trying to protect us from the attackers. And it is impossible to protect all the opponents of Erdogan one by one. It would need an army of police officers. You cannot protect us by, you know, sending bodyguards to our houses, etc. Because we are really crowded, getting more crowded, and Erdogan's army of plotters are really crowded as well. So if you don't want Germany to be the scene of such a polarization and crash, you need to do something with Ankara. You cannot find a solution in Berlin. The problem is in living in Ankara, and the solution should be found there. So you should send a very clear message. I mean, as German government should send a very clear message to Erdogan government that it would not allow him to play in the German soil. So this is one thing. The other thing is, of course, you need to reschedule, reform your policies about Ankara. And why is this attack happen now? Because Erdogan told that the refugee agreement is over, and Germany is going to an election at the moment, and he's cornered in his own country. So this is the perfect timing, I guess, because he thought that Germany is busy with its own internal politics, and German government is really cannot annoy Erdogan because of the refugee deal, and Germany has a lot of political, economic interest, military agreements with Turkey. So he thought that German government can do nothing but condemn the attack, that's all. So German government should show its strength to, you know, punish not the attackers but also the initiators. Thank you. Jetzt haben wir unsere beiden Protagonisten hier, und wenn Sie Fragen haben an die beiden, es wird etwas kompliziert vielleicht mit Jan, aber wir versuchen unser Bestes. Wenn Sie jetzt Fragen haben, auch die Statements, wenn Sie Statements abgeben wollen, gerne melden Sie sich bitte. Also ganz herzlichen Dank erst einmal für die Gelegenheit, heute hier zusammenzukommen und einzustehen für Menschenrechte. Wir sind alle Menschen, die wir hier in diesem Raum sind,
und das ist das Erste, was zu bewahren ist, in einer Demokratie, auch in Deutschland, dass eine Demokratie leben möchte und dafür meint, sich einzusetzen. Nun leben wir aber immer wieder in Widersprüchen in dieser Demokratie in Deutschland. Wir sehen, Herr Can Dündar musste fliehen, weil er für die Wahrheit eingestanden ist. Bezüglich Waffentransporte, die stattgefunden haben, ist er bedroht worden. Ganz gezielt musste er sein Leben retten und hierher fliehen. Und gleichermaßen ist es so, dass damals als auch heute diese Waffenlieferungen und die Geschäfte mit Waffenhandel mit der Türkei fortgesetzt werden. Ich möchte Herrn Dündar fragen und auch hier die Journalisten anregen zu hinterfragen, ist es nicht ein Widerspruch, dass man hier Menschen Asyl gewährt, um ihr Leben zu schützen, weil sie die Wahrheit aussprechen und diese Wahrheiten aber tatsächlich nicht zu vertreten sind, weil sie Unheil, weil sie Menschheitsverbrechen, weil sie Kriegsverbrechen mit sich bringen, als auch die Regeln in Deutschland brechen. Wenn man in Deutschland gesagt hat, nie wieder Krieg und dass man auch keine Kriege bedienen möchte in dieser Demokratie der Bundesrepublik Deutschland, ist es nicht ein großes Verhängnis, ein großer Widerspruch, in dem man sich bewegt? Und wie fühlt es sich jetzt an, Exil zu sein und dass gleichzeitig Tag für Tag, beispielsweise im Norden, in Hamburg, aus dem Hafen jeden Tag 20.000 Tonnen alleine explosive Munition ausgeliefert wird in den Mittleren Osten? Frau Steen, wegen des Sprachproblems, können Sie ganz kurz Ihre Frage auf Türkisch wiederholen für Can? Ja, auf Türkisch. Galiba können Sie mir die Stimme einladen. Soruyu kısaca tekrarlayalım mı Can? Lütfen, evet. Ben çok az duyuyorum. Evet. Lütfen. Her şeyden önce çok çok teşekkür ediyorum. Kısaca. Bundan evet. Hepimiz insani değerler için bugün buradayız ve insanlık adına sesimizi yükseltmek ve seslenmek adına buradayız. Demokrasinin temel doğruları ve temel ihtiyaçları bu bağlamda bunun hakkını vermektir ve Almanya hala daha bir demokrasi ülkesi, demokrasiyi yaşatan bir ülke diye kendini prezente etmekte. Bu bağlamda sizin gibi değerli bir gerçekleri yansıtan, yazan, dile getiren bir gazetecinin de sadece gerçekleri yazdığınız için silahların Türkiye'den IŞİD'lerin ellerine götürüldüğünü bir şekilde açığa kavuşturduğunuz için hayati tehlike yaşadınız ve buraya sığınmak zorunda kaldınız, sürgündesiniz. Aynı zamanda burada politik hak olarak, temel insani hak olarak sürgün hakkını tanıyan Almanya'nın ancak ve ancak size bu hakkı tanırken görünürde büyük bir çelişkiyle gün be gün hiç aksatmadan yine de pandemi sürecinde dahi ara vermeksizin silah tüccarlığına, ticaretine, alışverişini sürdürmüş durumda Türkiye ile. Ve her gün Hamburg limanından 20 bin ton sadece patlayıcı mühimmat Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye de sevk edilmekte bu bağlamda. Aslında zamanında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya bir daha sakıncalı bir şekilde insan haklarını çiğneyecek, savaş suçları işleyecek durumlara hizmet etmeyeceğine dair bir sözü dahi var. Ancak ve ancak bunlar hiç dikkate alınmıyor. Bu çelişki dünyası size şu an ne diyor? Siz bir gazeteci olarak bu durumu şu an nasıl algılıyorsunuz? Aslında doğruları söylemiş, buraya hayatınızı kurtarma pahasına gelmişken bu politikaların bu şekilde sürmesi. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Anlaşılabildi. Yeah, thank you so much for your question and your kind words. Germany is a democracy, but being a democratic country would not enough to protect democracy in the world. It's like climate change. I mean, you can be
safe in your own country, but if the planet is getting worse, so you cannot protect only your boundaries. So then you have some responsibilities. So you have to protect democracy all over the world, and you have to support the freedom fighters fighting in other corners of the world. So what Germany is doing, unfortunately, is trying to give us a space, a place to talk freely, and we appreciate that. But at the same time, unfortunately, they are in contact with, close contact with our assassinators. So they have good relations with, I mean, recently Deniz Yücel asked 25 German, big German companies for the wealth, their opinion about the democratic Turkey. And they all had investments in Turkey, those big companies. And we read in the Welt their reply. And as Deniz Yücel mentioned, none of them want to give a proper answer to this question. They all refuse to make a comment on the destruction of democracy in Turkey. So it is really very difficult for me to understand why those big companies refrain even to mention the importance of democracy and human rights. They're all afraid of annoying Erdogan. So really it's difficult to say that, I mean, how can we say that they are the Germans are the protectors of democracy in the world? So you have to show your strong commitment to democracy. And we all know that they have interests, they have investments in Turkey. We all know that Germany is exporting arms, selling arms to Turkish government. But this relation, unfortunately, caused big problems. And Erdogan is getting courage from this power of economic ties with Germany. And now he is using this advantage to turn Germany into his playground. So if Germany wants to let him do this, it will have consequences. Vielen, çok teşekkürler. Vielen Dank, Can Dündar. Haben wir noch Fragen? Bitte, stellen Sie sich auch ganz kurz vor. Vielleicht fangen wir hier an und dann gehen wir zu den anderen. Ja, ich bin Simone Müller vom ZDF. Ich wollte fragen, Sie haben das beschrieben als quasi eine neue Qualität eines Angriffs. Müssen wir jetzt in Zukunft mit mehreren Angriffen rechnen? Und glauben Sie, auf welcher Ecke kamen die Leute? Ist das so in der These, dass überall die Nationalisten, sind das graue Wölfe? Können Sie das qualifizieren? Und Herr Antonat, wie kennen Sie diese Faschisten? Also kennt ihr sie wirklich? Ist das im Prinzip ein Typ Angreifer, den er kennt? Was meinte er? Ich muss aus technischen Gründen die Frage kurz wiederholen, wegen Streaming. Deshalb bitte ich um Verständnis. Ich versuche das zusammenzufassen. Also, wer waren die Hintermänner sozusagen? Wen vermutet man hinter diesen Angriffen? Und ob wir eine Änderung der Situation erwarten dürfen, habe ich das so verstanden. Die Frage zunächst an Erk. Soruyu tekrarlayayım mı Erk acaba? Tam olarak duyamadım. Tamam. Evet. Ben kısacık tekrarlayayım. Şimdi saldırganların hangi grup olduğunu, İslamcı veyahut da milliyetçi, hangi köşeden geldiklerini aşağı yukarı tahmin edebiliyor musun? Ve saldırganları beraber çalışıyoruz. Ben de şeyim. Evet, evet. Ve saldırganların kim olduğunu biliyorum gibi ifadeniz vardı. Galiba bir gazetede de okumuştum. Evet. Gerçekten tanıştığınız, temas ettiğiniz kişiler miydi yoksa kim olduğunu tahmin ediyorsunuz onunla imbalemizde? Saldırganların kim olduğunu arıyorum derken bunu mikrofona konuşuyorsun. Ama şey yok. Okay. Onun şu an çalışmıyor. Siz okay. Türkçe devam edin. Peki devam edebilir. Tamam. Saldırganların kim olduğunu
Als ich sagte, ich kenne die Täter, meinte ich damit, und sagte, ich wollte die Aufmerksamkeit auf Erdogan und sein Palast lenken. Wir wissen aus unseren Recherchen, dass Erdogan diejenigen, die ihm nahestehen, diejenigen, die um seine Umgebung sind, konsolidiert, also aufbaut. Und wir wissen aus den nachrichtendienstlichen Ermittlungen, wir wissen aber auch von den nachrichtendienstlichen Berichten aus der Türkei, dass hier wirklich Tausende vom Nachrichtendienst, also der MIT, hier in Deutschland leben. Gleichzeitig ist es so, dass der türkische Staat den Angriff auf die Oppositionellen zwischen 2014 und 2018 über die Osmanien Germania gemacht hat. 2018 wurden diese Vereine verboten. Aber wir wissen natürlich, dass die Ideen und das Vorhaben von denen jetzt nicht einfach sich in Luft aufgelöst hat. Wenn Erdogan redet, wenn Erdogan über uns spricht, überrascht es nicht, dass solche Angriffe stattfinden. 24. April 2021, also vor 3 Monaten. Erdoğan'a bağlı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu. Süleyman Soylu, der Innenminister der Türkei, der gebunden ist und verbunden ist mit dem Staatspräsidenten Erdoğan der Türkei. Onunla ilgili bir dosyayı haberleştirdiğim için. Ich habe eine Nachricht über eine Akte, über einen Vorfall über den Innenminister veröffentlicht. Ich wurde direkt von dem Innenminister als Zielscheibe gezeigt, sagte, ich sei ein Clown, ein Palastclown. Und hat mich als ein Agent der BND beschimpft, beschuldigt. AKP'nin aynı gün Etik Kurulu Başkanı, çok kritik bir noktadır. Der Präsident des Ethikrats der AKP. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir jetzt erzählen werde. Wollte mich mit Strychnin-Gas vergiften. Mit Rattengift. Das heißt, dass der Täter, die Täter, dessen Background ist uns doch bekannt. Wir wissen, wer sie sind. Interessant ist nur, dass wir die Täter höchstpersönlich nicht kennen. Aber dass die Täter dem Innenminister, dem Staatspräsidenten verbunden sind, das ist doch offensichtlich. So ungefähr vor 1,5 Monaten hat Sedat Peker veröffentlicht, dass Gelder aus der Türkei hier nach Deutschland gekommen sind. Abgeordnete, die dieses Geld nach Deutschland gebracht haben, und er hat veröffentlicht, an welche Banden es hier ausgeteilt worden ist. Wir hatten schon früher diese Banden, über diese Banden geschrieben. Türkiye paramiliter güçler kullanmaya çok heveslendi son yıllarda. Türkei hat sich zur Sache gemacht in den letzten Jahren, vor allem nach 2015, paramilitäre Kräfte zu nutzen für sich. Ich würde ja sagen, 2014 sogar. Wir sehen natürlich auch in Europa die Auswirkungen dieser Entscheidung, paramilitäre Kräfte zu nutzen. Ja, die, die mich angegriffen haben, konkret, es waren 3 Täter. Sie haben türkisch gesprochen, 3 Leute. Türkisch gesprochen haben, aber
Aber ich denke, die Verbindung von denen geht ganz, ganz nach oben. Es ist nicht schwer zu erraten, von wo das kommt, nämlich ganz oben. Zuletzt. Und ich erzähle, was ich geschrieben habe. Dass nämlich ein Vermittlerorganisation, Vermittler gebunden an den Innenminister. Ve çeşitli silah anlaşmalarından Türkiye'de bir havuz yaratıldı. Dass verschiedene Rüstungsabkommen, Verkäufe stattgefunden haben. Bu havuzdan, dass wirklich ein Becken von Rüstungskäufen stattgefunden hat. Ein Becken, von dem Bürokraten, Politiker sich genährt haben von Waffenkauf, von Rüstungsmaterial. Ich habe darüber geschrieben, und zwar wirklich mit Fakten, mit Dokumenten über die Firmen und über das Weitere. Ich denke, dass der Angriff genau mit dem, was ich in letzter Zeit geschrieben habe, recherchiert habe, zu tun hat. Vielen Dank. Die Kollegin ist dran. Çok teşekkür ederim. Şimdi bitte kurze Vorstellung. Sie sind dran, bitte. Friederike Muskelu. Ich habe eine Frage. Sie sagten, Herr Okhan, zu Beginn der Pressekonferenz, dass Sie auch einen Appell an die Zivilgesellschaft haben. Was Herr Dündar gesagt hatte, erinnert mich an das Zitat, unsere Sympathie ist mit der Maus, aber wir füttern die Katze. Deutlicher gesprochen, was können wir tun, außer am Wahltag für weniger Katzenfüttern zu stimmen, auch im Alltag, wie können wir ihnen helfen? Ist vielleicht, ja, ich kann vielleicht ganz kurz beantworten, genau das, was Sie im Augenblick auch tun, Ihre Aufmerksamkeit auch auf die Zustände in der Türkei zu lenken und auch die Öffentlichkeit zu informieren, denn ich meine, die öffentliche Aufmerksamkeit, die Dissidenten aus anderen Ländern, mit denen sich die Bundesregierung nicht so gut versteht, ist ja enorm und das ist auch richtig so. Man sollte auch die Dissidenten in diesen Ländern natürlich unterstützen, natürlich die oppositionellen Kräfte unterstützen. Aber gerade weil diese Appeasement-Politik der Bundesregierung gegenüber der Türkei ein Wohlgefühl verbreitet, beachtet man die Zustände in der Türkei kaum. Das ist ein unglaublicher Chaos, was im Augenblick herrscht. Nicht nur politisch, nicht nur juristisch, auch wirtschaftlich. Den Leuten geht es schlecht, Großteil der Bevölkerung geht es schlecht, die Pandemiepolitik ist katastrophal, die türkische Lira rutscht ab und die Frauen werden unterdrückt. Gerade die AKP-Regierung, die Istanbuler Konvention als erste unterschrieben hat, tritt aus dieser Konvention, die nur den Schutz der Frauen eigentlich im Visier hat. Und was mit LTGB passiert und mit anderen Minderheiten, auch mit religiösen, ethnischen Minderheiten, die Kurdenpolitik, die sind alle wirklich Vorzeichen einer sehr bedrohlichen Entwicklung und die werden kaum zur Kenntnis genommen. Und wie Can Dündar und Erk Acerer das auch also unterstrichen haben, im Hintergrund begünstigt die Kuschelpolitik, die Appeasement-Politik der Bundesregierung, der Europäischen Union genau diese Atmosphäre. Und das ist ein Nährboden für terroristische Aktivitäten, die zu Erdogan stehen. Die warten nur, in letzter Zeit sind sie nicht mehr so lautstark, sehen wir sie nicht mehr so verbal aggressiv in der Öffentlichkeit, ganz im Gegenteil. Sie machen das also durch ihre Nadelstiche, durch die Terrorakte, die sie entweder ausführen
oder aber indem sie diese Menschen, die mutigen Oppositionellen, drohen. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen. Also es sind, wir müssen das zugeben, als Journalisten, als Dokumentarfilmer, als Rechercheure, nicht alle sind so mutig wie Can und Dündar und Erkacerer. Wir wissen, dass verbal viele sich zur Wahrheit, zur Objektivität bekennen. Und in Wahrheit, wir wissen, dass solche Akte eine abschreckende Wirkung haben auf viele Kollegen, dass die Scheren im Kopf dann beginnen zu arbeiten und dass man sich allmählich zurückzieht. Und die Journalisten, die wenigen Journalisten, die in der Türkei diese Bezeichnung verdienen und nicht zu Handlangern der Erdogan-Medien geworden sind, haben kaum ein Medium, sich öffentlich zu äußern. Das sind eben die Oppositionssender, Medienportale wie Özgürüz, wie Arte Gerçek, Arte TV, die irgendwie versuchen, in die Türkei auch diese Informationen hineinzutragen. Wir sehen das tagtäglich in unserem Alltag in Deutschland, dass die überwiegende Mehrheit der türkischsprachigen Bevölkerung, also den Erdogan-Medien, ausgeliefert ist. Es gibt keine Alternative. Die Alternativen, die türkischsprachigen Sendungen im öffentlich-rechtlichen Bereich, sind so zurückgefahren, dass sie nicht mal im Internet zu finden sind. Und dadurch haben die Erdogan-Medien die Deutungshoheit in der türkischen Bevölkerung. Und das ist verheerend. Und diese latente Gefahr, die latente Drohung ist sehr deutlich wahrzunehmen und genau das muss geändert werden. Vielen Dank für Ihre Frage. Haben wir noch Fragen? Sonst würde ich die Statements von den Kollegen, also vielleicht bitte ich Kader Konuk zunächst, die Direktorin von Akademie in Exil und Professorin für türkische Sprache und Kultur. Sie ist eng verbunden auch mit den Akademikerinnen, die aus der Türkei geflohen sind. Vielleicht kann sie uns kurz die Situation schildern und ihre Funktion von Akademie in Exil auch. Bitte schön. Ja. Oh. Lieber auf Deutsch. Okay. Ich bin direkt auf Deutsch. Ja, guten Tag, ich bin die Direktorin der Akademie im Exil und wir haben die gegründet 2017, ich bin Kader Konuk, ich habe 7 Jahre lang das Institut für Statistik an der Universität Duisburg-Essen geleitet und 2016, wissen Sie vielleicht, haben über 1000 Akademiker, meistens Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler in der Türkei, eine Friedenspetition unterschrieben, um gegen die Gewalt gegen die kurdische Bevölkerung an der Grenze zu Syrien zu protestieren. Und aufgrund dieser Petition wurden über die Hälfte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfolgt in der Türkei. Viele haben Berufsverbot erhalten, ihr Pass wurde entzogen und Hunderte davon sind dann letztendlich ins Ausland, ins Exil gegangen. Ich gehe davon aus, dass über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Türkei sich in Deutschland befinden. Ich habe dann die Academy in Exile gegründet 2017, um einen Ort dafür zu finden, dass dieses Wissen, das in der Türkei tabuisiert wird, dass dort nicht mehr gelehrt werden darf, nicht mehr recherchiert werden darf, dass wir in Deutschland hierfür einen Raum schaffen, wo es weiter fortgeführt werden darf. Und wir haben in der Academy in Exile inzwischen fast 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Türkei aufgenommen, in der Zwischenzeit aber auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Syrien, Indien, Libyen, Palästina, also inzwischen auch aus anderen Ländern, aber vorwiegend aus der Türkei. Und dieses Wissen darf in der Türkei meines Erachtens nicht verloren gehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Deutschland gerade aufgrund der Geschichte hier und des Berufsbeamtengesetzes von 1933 dafür sorgen, dass die Wissenschaft hier frei weitergeführt werden darf. Das heißt nicht, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier in Deutschland ohne Gefahr, genauso wie es bei den Journalisten ist, weiterarbeiten können.
auch Sie sind der Bedrohung ausgesetzt. Wir haben Gott sei Dank bis heute keine körperliche Bedrohung erfahren und zumindest wurde nicht davon berichtet. Allerdings sind wir natürlich alle vernetzt mit den Medien, die Wissenschaften, die Künste sind alle miteinander vernetzt und deswegen ist es wichtig, hier die Öffentlichkeit weiterhin darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist, diese kritische Stimme in Deutschland vorzuführen. Und ich bin hier dankbar auch für Osman, für den Hinweis auf die Istanbuler Konvention, die gerade in der Türkei vor allem mit dem Vorwand, dass sie die LGBT-Plus-Gemeinschaft eben für sie Propaganda machen würden. Gerade deswegen wurde dieses Abkommen aufgelöst und die Frauen werden weiterhin in der Türkei der Gewalt ausgeliefert. Also deswegen bin ich für diesen Zusammenhang auch nochmal dankbar, den du aufgemacht hast. Vielen Dank, Kader Konuk. Dankeschön. Vielleicht Leander Suko, Vizepräsident des PEN-Zentrums Deutschland und gerade verantwortlich für das Programm Writers in Exile, wo auch Asle Erdogan, die leider nicht kommen konnte, unterstützt wird. Leander. Ja, guten. Bin ich aufgezogen jetzt? Schönen guten Tag. Bei uns bewirkt dieser Übergriff, dieser Anschlag wahrscheinlich genau das, was er in erster Linie bewirken soll, nämlich Verunsicherung und Furcht. Das bedeutet, dass wir in den Wohnungen der Stipendiaten des deutschen PEN die Sicherungsmaßnahmen erhöhen werden, weil wir sicherstellen wollen, dass Übergriffe sozusagen in die Wohnungen hinein oder vor den Wohnungen unmöglich gemacht werden. Wir haben im Moment 13 Stipendiaten aus aller Welt, auch aus der Türkei. Und für uns bedeutet das, was sozusagen da passiert, auch gleichzeitig, dass man die Tür öffnet für alle möglichen Gewaltherrscher auf dieser Welt, ihre Schergen loszuschicken und Oppositionelle im Ausland, insbesondere in Deutschland, zu überfallen. Und wir stehen ein bisschen ratlos vor der Tatsache, dass die Bundesrepublik und insbesondere auch die EU als Ganze, denn wir sind ja nur ein Teil der EU, mit weichem Herzen der Politik der türkischen Regierung gegenüberstehen. Wir haben überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass offenbar auch gar keine Auslandsaufklärung in der Türkei stattfindet, die Aufschluss darüber geben kann, welche Maßnahmen der türkische Geheimdienst in den Staaten der EU plant. Jedenfalls habe ich noch nie was davon gehört, dass das so sei. Wir sind ja ein staatliches Programm. Also Writers in Exile wird vollständig finanziert aus Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien bei der Bundeskanzlerin. Was wir tun, ist im Interesse der Bundesrepublik. Die Stipendiaten, also die Exilschriftstellerinnen und Schriftsteller, die beim PEN ein Stipendium bekommen, sind allesamt verfolgt und gefährdet. Wir müssen uns doch darauf verlassen können, dass die staatliche Politik der Bundesrepublik Deutschland eine Schutzfunktion hier im Lande für die erfüllt. Und wir haben nicht das Gefühl, dass das im Fall der Türkei so ist. Und wenn es im Fall der Türkei nicht so ist, dann muss man sich ja fragen, was ist denn mit dem nächsten umgefallenen ehemalig demokratischen Staat, wo Leute dann hierher fliehen? Wird da auch mit weichem Herzen verfahren? Einmal die Tür aufzumachen, bedeutet, alle einzuladen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man die Politik der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Türkei wesentlich härter machen muss und auf die EU einwirken muss, dass das zur zentralen europäischen Politik wird, Diktaturen nicht zu dulden und nicht mit ihnen eine Interessenübereinstimmung, sondern den Konflikt mit dem Ziel, dass diese Länder wieder demokratisch werden. Dankeschön. Danke, Leander Suko. Vielen Dank. Und vielleicht natürlich last not least
Christian Mier für Reporter ohne Grenzen, der wir sehr dankbar sind, dass wir diese Pressekonferenz veranstalten dürften. Ja, in aller Kürze, da meine Kollegin Anne Renzenbrink ja auch schon vieles Wichtiges und Richtiges gesagt hat, vielleicht nur noch mal, für uns war dieser Angriff auf Erkacere in der vergangenen Woche ein Warnsignal, der vielleicht einfach nur auch deutlich gemacht hat, was es hier an Bedrohung für Exiljournalistinnen und Journalisten im Übrigen nicht nur aus der Türkei gibt. Wir sind ja eine weltweit tätige Organisation, haben Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir zu tun haben aus der ganzen Welt, aus Vietnam, aus Simbabwe, aus Sri Lanka. Das sind alles Journalistinnen und Journalisten, die hier im Exil in Deutschland leben, hier nicht in Sicherheit leben, die hier Bedrohungen bekommen, die hier zum Teil sogar mit Übergriffen ähnlicher Art konfrontiert sind wie Erkacere. Nur die Türkei ist etwas mehr im Licht der Öffentlichkeit. Und deswegen war das, glaube ich, vergangene Woche ein Warnsignal, das zeigt, dass Journalistinnen und Journalisten hier im deutschen Exil sich eben nicht immer sicher fühlen können. Und für uns ist es wichtig, dass wir natürlich in Solidarität an der Seite stehen, aber wir uns vor allen Dingen auch nicht daran gewöhnen, an diese Bedrohung. Und ich glaube, das ist etwas, was das gefährlich ist. Und gerade anknüpfend an das, was Can Dündar vorhin gesagt hat, die deutsch-türkischen Beziehungen sind nun mal sehr spezielle Beziehungen. Und wir sind gerade aber auch in einer Zeit tatsächlich vor Wahlen. Wir sind in einer Zeit, in der ein neues EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen verhandelt wird, das gerade auch für Deutschland natürlich wichtig ist. Und da müssen wir uns aufpassen, dass man aufgrund solcher übergeordneter politischer Interessen nicht an das sozusagen Exportieren der Repression gegen Pressefreiheit, gegen unabhängige Journalistinnen und Journalisten hier nach Deutschland gewöhnen. Denn in der Türkei, muss man ja ganz ehrlich sagen, hat sich wenig bis nichts geändert. Möglicherweise sind auch unserer Zählung nach gerade etwas weniger Journalistinnen und Journalisten in der Türkei verhaftet. Dafür gibt es umso mehr Anzeigen wegen Präsidentenbeleidigung, umso mehr Anzeigen wegen Terrorpropaganda. Auch wir als Organisation Reporter ohne Grenzen stehen in der Türkei im Übrigen weiter unter Druck. Mein eigener Kollege, unser langjähriger Türkei-Vertreter Erol Önderolu, steht weiter wegen Terrorpropaganda vor Gericht. Ihm droht eine 14-jährige Haftstrafe. Das Verfahren geht am 30. September weiter. Und deswegen ist es uns wichtig zu sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern durch solche Warnschüsse und auch nicht in solchen Zeiten, wo die deutsch-türkischen Beziehungen gerade, in denen gerade wichtige Dinge verhandelt werden. Und deswegen stehen wir natürlich an der Seite von Erkacere, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, eben an der Seite derjenigen, die in der Türkei weiter tagtäglich noch für Pressefreiheit eintreten und Journalismus leben, denn die Pressefreiheit in der Türkei ist weiterhin nicht tot, aber sie ist extrem eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, die Exiljournalistinnen und Journalisten hier zu stärken, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag für die eingeschränkte türkische Öffentlichkeit. Und deswegen sind Medien wie Arte Gercek wichtig für das Erkacere in Köln arbeitet, es sind Medien wie Özgürüz wichtig. Und das ist eine parallele Medienlandschaft fast schon, die hier in Deutschland existiert. Und die müssen wir stärken, die müssen wir wahrnehmen und schützen und ihnen den sicheren Raum geben, damit sie ihre wichtige Arbeit für eine plurale Medienlandschaft weitermachen können. Vielen Dank, Christian. Dankeschön auch für die Gastfreundschaft, für diese Pressekonferenz. Wir werden ja gestreamt und es gibt auch eine Frage an beide, Can und Erk. Die Frage lautet, rechnen Sie denn in der nächsten Periode, in den nächsten Monaten mit einem Ende dieser Kuschelpolitik der Bundesregierung? Gibt es Anzeichen dafür? Erk ve Can, ikinize birden yönetilen bir soru streaming üzerinden. Önümüzdeki dönemde Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik bu yakın politikasından, yumuşak politikasından dönüş yapabileceğini, daha gerçekçi, daha sert bir tutuma kayabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? İsterseniz önce Can'la başlayalım. Duyabildin mi bilmiyorum soruyu Can. Yeah, I did. Okay, I did. Of English. Unfortunately, I'm not so optimistic about that because the economic ties and interests are bigger than human rights
concerns, I'm afraid. And that's the main problem of today's world, not only about Germany and Turkey, but in general, the interests of big companies and the governments are bigger than concerns about human rights policies. So that's why I'm not that optimistic. For example, at least I was expecting some German politicians visit at Acar's house and, you know, show solidarity. It wouldn't be so difficult. But even that is not, you know, we cannot see that, because annoying Erdogan would mean, you know, cutting the ties, economic interests of German companies or German institutions or political parties or the government. And that's why I'm not so optimistic about the government, but I'm really optimistic about the reaction of German people, German institutions like RSF, like PEN, today hosting us. And that's why this power of people and this reaction of the institutions would cause an effect, an impact on the German government. That's the point I'm more optimistic about. Ich denke nicht wirklich anders als Can Dündar. Solange die Abkommen und die Interessensgemeinschaften zwischen den Staaten bestehen, werden sie natürlich auch ihre Beziehung auf diese Art weiterführen. Daher bin ich auch nicht optimistisch. Aber ich denke, dass die Solidarität unter den Kollegen, aber auch die wirklich die gesellschaftliche Solidarität, die wir hier erfahren, die wird uns weiterhelfen, damit wir auch weiterhin unsere Arbeit fortführen können, aufklären können. Was man hier zu verstehen hat, ist, dass die Kriegspolitik, der Dschihadismus, islamischer Terror, über die schreibe ich. Da will ich ja auch weitermachen und weiterschreiben. Als IS noch viel, viel Macht hatte, auch der Krieg im vollen Lauf war in Syrien, gab es doch nicht nur Probleme in den nahen Staaten um Syrien herum und nicht nur dort Terroraktionen. Der islamistische Terror, den haben wir doch überall auf der Welt erlebt, von Berlin nach Paris bis Brüssel. Wir haben ja die IS-Bombenleger erlebt, auch in Istanbul. Das heißt, es müssen Vorkehrungen getroffen werden. Das will ich sagen, es müssen Vorkehrungen getroffen werden. Çok teşekkürler. Mikrofon olmayınca streaming'e veremiyorlar. Onun için bir karışıklık oldu. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung. Bitte kurz, denn wir müssen um 12 Uhr aufhören mit dem Streaming. Kısaca rica edelim. Buyurun. Çeviriyi sen mi yapacaksın Leman? Yoksa... Çeviriyi ben yapayım sen. Peki. Kısa yapalım çünkü 12'de geçiyoruz. Menschen. Ich möchte uns erst einmal vorstellen, insbesondere möchte ich Herrn Hüseyin Yılmaz vorstellen. Herr Hüseyin Yılmaz war von der vor der HDP noch bestehenden HDP-Partisinnen. Noch in der... Er war Bürgermeister in Aden, er stellt sich persönlich nochmal vor und ich übersetze es weiter. Roşbaş, good morning. Roşbaş. Günaydın. Hem her şey asmanacı ifade hakkın. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ich möchte mich... bu erke yapılan saldırının mürferit bir saldırı olmadığını düşünüyorum. Dieser Angriff ist...
toplumsal bir saldırı olarak görmek gerekiyor. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Aynı zamanda bu saldırı tüm dünya halklarının evrensel değerlerine bir saldırı olarak görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu baskılar ne ilk ve ne son olacak? Diese Angriffe und Repressionen werden nicht die ersten und nicht die letzten sein, die wir erleben unter diesen Umständen. Özellikle Türkiye genelde de Orta Doğu halklarının geçmişten beri und im Mittleren Osten in der ganzen Geschichte emperyalizmin geliştirdiği politikalar sonucu sind die Resultate der imperialistischen Politiken Avrupa'da da geçmişten beri yani özellikle Avrupa Almanya halkı olmak üzere Politik, die von Europa ausgegangen ist, auch Deutschland aus. Geçmişte en fazla faşizmden zarar gören, obgleich es ein Land ist, das sehr viel Schaden genommen hat wegen Faschismus. Şu anda da Türkiye merkezli, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da faşizan zihniyetin geliştirmeye dönük politikaların olduğunu görüyoruz. Werden faşistische Ideologien und Regime wie eben in der Türkei leider aus einem Land wie in Deutschland, das dies erlebt hat, unterstützt und protegiert. Ne acıdır ki kendi ülkemizde kendi düşüncelerimizi ifade edemiyoruz. Es ist sehr bitter, dass wir in unserem Heimatland beispielsweise gar nicht unsere Meinung aussprechen können. Burada da bir politik göçmen olarak siyasal ve toplumsal çalışmalarımızı geliştirmek istiyoruz. Ich als politischer Mensch hier im Exil möchte auf alle Fälle meine politischen Rechte wahren und mein Menschenrecht zu meiner Meinung zu stehen und auch politisch arbeiten zu können. Avrupa Demokratik Güç Birliği olarak Avrupa'da hier in Europa im europäischen Bündnis der demokratischen Kräfte, für die ich heute hier als Sprecher bin. Tüm demokrasi güçleriyle bütün saldırılara karşı yek vücut olmaya laden wir dazu ein, dass alle Menschen, die sich für die demokratischen und Menschenrechte einsetzen wollen, sich mit uns verbinden, birlikte mücadele etmeye, birlikte mücadele etmeye kämpfen gegen Faschismus und für Demokratie und Menschenrechte mücadele etmeye ve birlikte özgür bir yaşamı inşa etmeye davet ediyoruz ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Wir werden gemeinsam die Zukunft erbauen können und eben diese Umstände überwinden können. Alleine im Zusammenschluss und in der Einheit, wenn wir uns zusammentun. Bugün Türkiye'de HDP şahsında hem HDP bileşenleri hem özellikle Kürtler genelde Orta Doğu halklarına ilişkin yürütülen politikalar biliniyor. Bunu çok dostlara auch in der HDP in der Türkei aktiv arbeitender Bürgermeister der Stadt Aare bin nun hier im Exil und wir wissen für was die HDP einsteht für Demokratie und für Vielfalt in der Türkei. Bir kez daha erkeğe geçmiş olsun diyoruz. Bu saldırının tüm demokrasi güçlerine bir saldırı olarak görülmesi gerekiyor. Birlikte bu saldırılara karşı mücadele etmemiz bir dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Wir wünschen Erk noch einmal gute Besserung und sprechen hier auch noch mal unsere Solidarität aus von dem Bündnis der demokratischen Kräfte Europa ADGB. Ganz herzlichen Dank. Çok çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. So, jetzt wenn es keine weiteren haben wir schon übersetzt, glaube ich. Yılmaz ist wie gesagt Bürgermeister gewesen in Aare. Und jetzt im Exil hier und von ADGB, von dem Bündnis der demokratischen Kräfte hier vor Ort und spricht seine Solidarität aus. Ich persönlich bin heute hier im Namen des Europäischen Exzellentinnenrates, Avrupa Sürgünler Meclisi, und bringe ebenfalls meine solidarischen Grüße, meine Besserungswünsche. Und wir sprechen gemeinsam aus, dass es sehr wichtig ist, dass wir heute im Hier und Jetzt uns verbinden und eben den Anfängen gegenüber uns wehren. Vor einigen Tagen ist Esther Bejerano, eine Zeitzeugin, die Auschwitz
damals überlebte und sich versprochen hatte, bis zu ihrem letzten Atemzug gegen Faschismus einzustehen, gestorben. Sie hat ihr Wort gehalten. Sie hat noch mit 96 Jahren am 8. Mai gefordert, dass der 8. Mai ein Feiertag zu sein hat hier in Deutschland, um gegen Faschismus ein Zeichen zu setzen. Und sie wird weiterleben in unserem Kampf gegen Faschismus und für ein friedliches Miteinander und für Demokratie. Und sie sagte auch, wir können nichts dafür, für das, was früher geschehen ist. Das sagte sie immer zu den Schülern. Aber die sagte auch, wir haben Verantwortung und wir machen uns schuldig, wenn wir uns nicht mit dem Heute und Hier und Jetzt auseinandersetzen und einstehen für eine bessere Zukunft und für eine verantwortungsvolle Gegenwart, die wir verantworten können gegenüber den späteren Generationen. Wir können nicht mehr sagen, wir haben nichts gewusst. Çok teşekkürler, sağ olun. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, wir haben allmählich 12 Uhr. Wir würden aufhören, weil Can auch weg muss. Ganz herzlichen Dank nochmals an Reporter ohne Grenzen, an die unterstützenden Organisationen und an Sie alle. Und wir hoffen, dass wir durch die Berichterstattung in den Medien etwas mehr Aufmerksamkeit für die Gefahren erzeugen können, die uns lauern, wie wir gehört haben. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Çok teşekkürler Can. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler Erk. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler.